Hi Leute, hier ist eure Skyrimister zu einem neuen Part von Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep. Im letzten Part haben wir den Boss vom Nimmerland besiegt und wir sind hier auf den Inseln des Schicksals gelandet. Und wir haben eine für die Reihe wichtige Szene gesehen. Kurz nachdem ich den Part gedreht habe, ist mir eine Idee gekommen. Ich werde das hier jetzt erstmal vorschlagen. Ihr könnt mir dann in den Kommentaren eure Meinung schreiben. Es wäre dringend, dass ihr eure Meinung da reinschreibt. Also, das betrifft jetzt diejenigen, die sich nicht bei Kingdom Hearts auskennen und mich bezüglich einiger Spoiler gefragt haben. Das waren mehrere Personen inzwischen, die mich per PN gefragt haben. Deswegen wollte ich euch folgenden Vorschlag machen. Also, wenn eine solche wichtige Szene kommt, diese hier werde ich jetzt außen vor lassen, da sie im letzten Part war. Also wenn eine entsprechende Szene kommt, die für die Reihe wichtig ist, dann würde ich sozusagen einen Spoiler-Alarm setzen und würde dann in die Beschreibung posten, wann dieser Spoiler-Alarm zeitlich zu Ende ist, damit diejenigen, die sich nicht spoilern lassen wollen, das überspringen können. Und für die anderen kann ich das gerne spoilern, wenn sie möchten. Wie gesagt, ich würde das dann für euch machen. Ihr müsst das nicht, ihr könnt dann schreiben, ob ihr das wollt oder nicht. Ich würde es dann dementsprechend tun oder auch nicht tun. Je nachdem. So viel erstmal dazu. So. Jedenfalls, nachdem wir im letzten Part bei den Inseln des Schicksals waren, haben wir kurz Ventus vorbeifliegen sehen. Also vermutlich war es Ventus. Terra hat ihn als Ventus erkannt und dann hat er eine Nachricht von Xehanort bekommen, dass er wieder zu dieser Welt fliegen soll. Zur Steppe der Geheimnisse und da wird uns jetzt gleich eine Cutscene erwarten. Ihr kennt ja dieses neue Prinzip, was ich bei den Cutscenes habe, nämlich, dass ich öfter mal reinkommentieren werde. Ich hoffe, euch stört das nicht. Ich mache das lediglich, damit Square Enix mich wegen der Musik nicht wieder anpissen kann. Was sie ja schon so oft getan haben, weshalb ich ziemlich wütend bin. Jedenfalls, dann würde ich sagen, legen wir los und landen wir in der Steppe Geheimnisse und erfahren, was Xehanort von uns möchte. Los geht's! Ja, es lädt mal wieder extrem lange, ist aber normal bei Birth by Sleep für diejenigen, die sich wundern. Oh, okay, wir sind wieder auf dem gleichen Felsplateau wie vorher, oder? Nur steht Xehanort woanders. Und der grinst schon so komisch. Doch, der grinst für mich komisch. Oh, sieht ganz komisch aus. Master Xehanort, you wish to see me? There is no time to lose. I have terrible news. Ventus has stumbled upon the secrets of his origins. Was? Then, I just saw him. He passed right in front of me. What happened? Ventus is on his way home. If you could have seen the fury in his eyes. I'm certain he's capable of anything. Oh mein Gott. I fear the boy may attempt to force the truth out of Ericus. Master Terra, you must hurry back and see to your friend's safety. Of course. Oha, das ist heftig. Also, Ventus hat sich wahrscheinlich an das erinnert. Da stimmt was nicht. Er hat so gelacht, dass da was nicht stimmt. Und wir können den Kommandostil Dunkler Impuls benutzen. Ich werde jetzt einige Vorbereitungen treffen, denn ich vermute, dass uns jetzt ein Bosskampf im Land des Aufbruchs erwartet. Vielleicht gegen Ventus, vielleicht sogar gegen jemand ganz anderen. Aber aufgrund dessen, dass das ein Streit ist, der eskalieren könnte, habe ich jetzt einfach Angst und dann will ich doch einfach mal das Menü öffnen, nochmal alles anpassen, das neue Schlüsselschwert ausrüsten, etc. pp. Gut, gehen wir jetzt allererstes ins Kommandodeck. Gut, da haben wir jetzt noch ein weiteres Kommando, dann würde ich sagen, ich packe jetzt ausnahmsweise mal ein Item rein. Und das wäre dann hier Mega Potion. Ich vermute, das ist die Mega Potion. Ich komme da immer durcheinander, weil da mal Trank steht. Ansonsten, was kann ich denn noch rausnehmen? Ich werde mal Dunkler Dunst rausnehmen, werde da auch mal ein anderes Kommando reinpacken. Weiß aber noch nicht was, also Schallschock wird es nicht werden. Mal sehen. Ich vermute, ich werde mal den Frostwurf reinpacken. Dann statt der Feuerexplosion, kann ich da was reinpacken? Nee, glaube nicht. Schwertfallserie, ich will was Stärkeres drin haben.
Ich will auch gleich nochmal gucken, ob ich was fusionieren kann. Jedenfalls, Ventus ist jetzt also stinkwütend, weil er erfahren hat, was passiert ist. Und... aber so wie Xehanort gelacht hat, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das die ganze Wahrheit war. Sorry, aber das ist jetzt einfach nur meine Interpretation dessen. Das muss jetzt nicht stimmen, das ist klar. Aber es kann stimmen. Und dann ist das nicht gut. So. Ich werde mal... oh Gott, was nehme ich denn mal rein? Ich nehme am besten mal Aerora rein. Einfach, weil ich auf den Betäubungseffekt hoffe. Dann... was noch? Deckverwaltung. Was kann ich denn für einen Multifokus nehmen? Habe ich da was nicht ausgeleveltes? Nein. Ich muss sowieso nochmal gucken. Also, ich weiß jetzt aufgrund dessen, dass ich schon mal angefangen habe nachzuschlagen, wo die ganzen Sticker sind und alles, dass ich dann noch später mehr an der Fusion tun kann und alles. Ich muss dann mal schauen, was ich tun werde. Ich werde mal schauen, was ich hier aus dem Schwertwurf noch machen kann. Ja, ich werde hier nochmal einen Frostwurf machen. Ah, Geselligkeit, alles klar. Aber mir fehlen irgendwie noch ganz wichtige Abilities, zum Beispiel Trotzkopf und sowas. Das habe ich alles noch gar nicht. Da werde ich dann nochmal schauen müssen. So, ansonsten will ich dann noch hinter dem Horizont ausrüsten. Ist wesentlich stärker, Magie ist um 2 erhöht, Angriff ist gleich geblieben. Fertigkeiten, ja, da fehlt uns noch einiges. Da fehlt uns noch einiges. Das werden wir dann die nächsten Parts mal nachholen. Aber jetzt erst einmal sollten wir zum Land des Aufbruchs fliegen, bevor Ventus was passiert oder Ventus komplett ausrastet. Oh mein Gott. Aber ich traue diesem Braten nicht. Ich traue dem echt nicht. Aber gut, wir werden es jetzt mal dahin wagen und gucken, was passiert. Im Übrigen, Entschuldigung, wenn ich ein paar Mal huste, ich bin etwas erkältet, etwas heiser. Aber ich muss leider, beziehungsweise ich möchte aufnehmen, deswegen, ja, mache ich das hier gerade. Ach ja, in der Ladezeit kann ich immer so viel labern, das gibt's gar nicht. So lang ist die. In K3D waren die kürzer. Oh oh. Nein. But you must exist no more. Was zur... oh nein, was macht der Rakus da? What? Master, have you gone mad? Terra, I command you, step aside. No. Ach du Scheiße. Not heed your master? I won't. Why do all my attempts to reach you fail? If you don't have it in your heart to obey, then you will have to share Ventus's fate. Was? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Er wollte nicht gerade... was? Sehe ich das richtig? Er wollte Ventus umbringen? Ach du Scheiße. Also Erakus geht momentan richtig ab. Ach du Scheiße. You may be my master, but I will not let you hurt my friend. Has the darkness taken you, Terra? Wait, Terra. Oh. Das scheint unser nächster Boss zu sein. Unser Lehrmeister. Ach du Kacke. Aber er wollte gerade nicht wirklich Terra und Ventus umbringen. Heilige Scheiße. Aber wieso soll denn Ventus nicht mehr existieren dürfen? Und warum hat Ventus auch gesagt, dass er recht hat? Das verstehe ich nicht.
Okay, wir haben jetzt den Kommandostil Dunkler Impuls. Scheinbar ist das sehr viel Dunkelheit, die wir da einsetzen. Sich darauf zu verlassen, ist eigentlich nicht so sonderlich gut. Aber okay, wir werden es jetzt erstmal versuchen und... Oh Gott, wie er schreit, Alter! Wir schlagen uns im Übrigen ganz gut. Okay, wir haben wieder dunkler Impuls. Der kommt jetzt wohl für jeden Kommandostil. Oh mein Gott! Nein! Ich konnte dich heilen. Ich weiß nicht wieso. Alter, der hat meine Kombi geblockt. Okay, ich muss jetzt mehr aufpassen. Ist klar. Und ich muss sowieso leveln. Die nächsten Parts werden sowieso voll mit Leveln, mit Tun und Stickersuche und was weiß ich nicht. Von daher geben wir uns jetzt mit dem Bosskampf Mühe. Weil ich glaube, jetzt wird es langsam Zeit, dass ich das mal tue. Ich merke ja, es wird hart. Ach du Scheiße! Nein, lass dich nicht treffen, Terra! Oh, fuck! Gut, ich habe mich nochmal geheilt für den Fall der Fälle und weg! Oh Gott! Gut, dass ich mir was zum Heilen reingetan habe. Ui, das war gerade eine gute Schallschock-Kombi. Wir könnten es jetzt schaffen. Ja, wir haben es geschafft. Und wow, wieder HP-Erhöhung. Ich sag's ja immer wieder, Terra ist ein HP-Monster. So, mal sehen, was jetzt raus wird. Hoffentlich gibt Erakus jetzt mal ein paar Antworten. What have I done? Master. Du hast Ventus verteidigt. Wanted to keep Ven safe. Ja. No. You were right. I failed you, Terra. Perhaps I've no one to blame but myself for the darkness inside you. And now I've done worse. Raised my keyblade against you and Ventus. My own heart is darkness. Was war denn das gerade? Was war das gerade? Oh nein. Irgendwas Schlimmes ist gerade passiert. Oh nein. Aber wieso? Er war doch nur erschöpft. Nein. What a sight. Why do you trouble yourself with remorse, Master Terra? The man was bent on doing harm to your friend, his own pupil. Master Xehanort, why? You know, at times I find your progress quite striking, but you still fall short. Let all that anger out, my boy. Give your heart over to darkness. Was? What do you mean? Still so blind. Then I will make you see. Come to the place where all Keyblade wielders leave their mark on fate. The Keyblade Graveyard. Was? There you will watch your dear Ventus and Aqua meet their ends. And the last light within you will die. What the fuck?
Er hat die ganze Zeit ein falsches Spiel mit uns gespielt. Er wollte nicht, dass wir... Er wollte, dass Terra mit Absicht die Dunkelheit einsetzt, oder? Oh nein. Er zerstört doch jetzt nicht etwa das Land, oder? Doch. Oh mein Gott, nein. Bloß nicht. Bitte tu das nicht. Oh mein Gott. Das Land des Aufbruchs wird von der Dunkelheit verschlungen. Oh my fucking God. Scheiße. Oh mein Gott, das ganze Schloss ist zerstört. Das ist gut. Wenigstens eine Sache macht Terra jetzt richtig. Er wird sich jetzt wohl gegen den Mann, der ein falsches Spiel mit ihm getrieben hat, stellen. Oh, wir halten im Übrigen den Chaosbringer und den Xehanort-Bericht Nummer 8. Okay. Gut zu wissen. So. Er wird sich jetzt also... Terra wird sich jetzt also wohl aufmachen wollen, Aqua und Ventus zu retten. Allerdings, ich kann es schon mal verraten. Diese Welt... Ja, ihr seht es schon. Das war die Steppe der Geheimnisse, wo wir vorher waren. Da war bloß eine Staubwolke drüber. Denn das hier ist der Schlüsselschwertfriedhof. Kampfstufe 9. Und ich kann so viel verraten. Dies ist... offiziell die letzte Welt. Hier wird sich das Story-Finale zutragen. Allerdings werde ich jetzt die nächsten Parts mich auf andere Dinge fokussieren. Unter anderem werde ich noch in den verbleibenden Ländern, hier zum Beispiel bei Schneewittchen, muss ich noch einige Truhen finden. In Radiant Garden muss ich noch Truhen finden. Ich muss noch in allen Welten die Sticker finden. Und noch etwas anderes ist ganz wichtig, was wir noch machen wollten, beziehungsweise ich noch machen möchte. Das wäre die sogenannte Mirage Arena. Da müssen wir noch einige Sachen machen. Und noch vieles, vieles mehr. Also es wird jetzt noch einige Zeit dauern, bis wir wirklich zum Finale kommen. Bis wir wirklich zum Schlüsselschwertfriedhof gehen. Da ich vorher die anderen Welten alle zu 100% abgeschlossen haben möchte und auch die Sticker alle haben möchte. Und zumindest die Mirage Arena und auch ein Kommandobrett machen werde. Ja. Ich hoffe, dass Ventus und Aqua so lange ausharren können. Die beiden werden wir dort bestimmt wieder treffen am Schlüsselschwertfriedhof. Ich hoffe, sie halten zu lange ohne Terra aus. Und ich hoffe, dass Terra seine Rache für Xehanort bekommen, also gegenüber Xehanort bekommen wird. Und ihr seht es, die Kampfstufe hat sich geändert auf Kampfstufe 8. Es haben sich dort noch einige andere Änderungen zugetragen. Auf die werde ich auch noch eingehen, aber wesentlich später. Das wird jetzt eine längere Part-Session werden, nur mit diesen restlichen Sachen. Ich werde das im Übrigen wahrscheinlich so machen, dass ich das immer im Wechsel machen werde. Ich werde also immer ein paar Truhen sammeln. Und einen Part in die Mirage Arena gehen. Ich werde auch einen Part das Kommandobrett machen. Ich werde im Übrigen nur ein einziges Kommandobrett machen, da ich mir das Offscreen schon mal angesehen habe und das ziemlich groß und ziemlich viel ist. Deswegen werde ich das wohl nur in einem Part machen. Ich werde auch zwischen den Parts leveln. Ich werde auch während der Parts leveln. Ich werde auch versuchen, noch ein paar andere Kommandos zu fusionieren. Euch da auch dabei lassen. Etc. etc.
Und dann, wenn wir das alles gemacht haben und dann wirklich stark genug sind, dann werden wir uns zum Schlüsselschwertfriedhof aufmachen und Terras Story beenden. Ja, nur wie wird sie enden? Das sehen wir, wenn es soweit ist. Im nächsten Part beginnen wir entweder mit dem Kommandobrett oder mit dem Truhensammeln, weil ich jetzt einen Kontrast zu diesem Bosspart hier schaffen möchte, den wir hier gerade hatten. Und deswegen werde ich etwas machen, das nicht ganz so actionreich ist, weil ich möchte halt, dass es immer ein Wechsel ist zwischen Spannung, Nichtspannung, damit ihr auch was zu gucken habt und euch nicht nur beim Truhensammeln langweilt. Im Übrigen, Thema bei den Truhensammlungen werden auch teilweise die Disney-Filme sein, auf denen die Welten, die wir besuchen, basieren, beziehungsweise meine generelle Meinung zu jeder Welt. Ohne Spoiler im Übrigen, sofern ich das schaffe. Und wenn wir das alles erleben, und das ist auch ein Grund, dass es dann ein bisschen spannender wird, sage ich mal. Ich würde daher sagen, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.